So, da sind wir schon wieder. Ich habe eben gerade mein Job-Video hochgeladen, aber mir ist gerade aufgefallen, es gibt auch noch einen neuen Job quasi. Also nicht neuen Job, aber hier bei Item Shop habt ihr hier eure ganz normalen Skins, hier der kranke Scheiß. Und dann gibt es hier hinten noch den Shop und da haben wir auch was Neues, nämlich für 18 Euro bekommt ihr hier anscheinend alle drei Skins. Plus gewisse Accessoires. Aber darauf gehen wir gleich ein. Kurz wegen dem Code unten. Ja, jetzt haben wir ihn erreicht. Ich wollte es gerade sagen. Ihr habt es live mitbekommen. Also was heißt live? Aber im Video. Ich kann schon wieder die nächste Zahl eintragen. Also was ihr zurzeit raushaut, was Abonnenten betrifft, das ist echt schon krank. Auch die Klickzahlen und so. Also das ist wirklich schon krank. Ich kann da auch immer wieder nur Danke sagen. Ich habe zwar ein bisschen gemeckert erstmal, dass die Aufgaben zu leicht sind, dass als Content die Aufgaben nicht wirklich sich eignen, aber was jetzt abgeht, ist echt Wahnsinn. Und da möchte ich natürlich nochmal Danke sagen an alle. Und wie gesagt, unten, das wird der letzte Paysafe-Code sein. Danach werden Skins verlost. Wie genau ich das mache, kann ich noch nicht genau sagen. Da muss ich mir echt was einfallen lassen. Ob ich da ein bisschen abgucke bei anderen, so wie die das machen, oder ich lasse mir halt wieder was ganz anderes einfallen, genauso wie mit dem Paysafe-Code. Aber da kamen wir zu dem Entschluss, dass wir einfach den Code nicht für jeden zugänglich machen können. Weil auf der PlayStation zum Beispiel muss man, wenn man den Code eingibt, denke ich mal, immer noch den Perso eingeben. Und die meisten mit 8 bis 15, die haben keinen Perso. Und die Eltern machen dann natürlich auch nicht immer Mac mit, was ich vollkommen verstehen kann. In dem Sinne wird es halt Skins geben. Also, wenn du Lust hast auf einen Skin, lass auf jeden Fall schon mal ein Abo da. Schreib deinen Epic-Namen bitte in die Kommentare und schick mir gleichzeitig auch eine Freundesanfrage, weil sollte ich irgendwie was verlosen, dann brauche ich dich als Freund, weil ansonsten müssen wir 2 Tage warten, bis ich dir irgendeinen Skin geben kann und dann ist der Shop schon wieder 2 Tage weiter. Ihr wisst ja, manche Sachen sind 2 Tage drin, aber nicht immer. So, dann halt wie gesagt, Gamertag bei mir ist YT-FamilyHack. So, jetzt gehen wir aber nochmal auf den Shop wirklich genau ein. Also, wir bekommen hier einmal das Outfit, Katrina. Der Skin sieht allein schon krank aus. Und dann noch ein Rückenaccessoire, was Klagschrei heißt. Wie das genau aussieht, kann ich euch leider nicht sagen. Man sieht hier hinten, aber ich schätze mal, die hat hinten auf dem Rücken eine Puppe. Ich würde es jetzt einfach mal so vermuten. Und dann bekommen wir den Willow. Das wird wahrscheinlich er hier sein, wenn sie es nach der Reihenfolge gemacht haben. Und das Rückenaccessoire Dolly. Dolly ist eigentlich eine Puppe. Dolly ist eigentlich eine Puppe. Oder? In Amerika ist doch Dolly Puppe. Also da gibt es ja diese Dolly-Puppen. Ja, müssen wir einfach mal sehen. Also ich persönlich weiß halt nichts Genaues über die Skins an sich. Ich sehe im Prinzip dasselbe wie ihr hier. Aber es gibt dann noch einen Skin, nämlich unheimlicher Outfit Finsterlicht. Wegen Licht würde ich behaupten, das ist er hier. Und die Schwingen. Also es werden hier die Schwingen sein. Dass wir halt wieder neue Flügel haben. Ja, aber für 18 Euro. Aber wenn man anders überlegt, für 18 Euro sind im Prinzip 2000 V-Bucks. Dafür bekommt ihr 3 Skins. Ist halt die Frage, gefallen euch die 3 Skins oder nicht? Aber das überlasse ich halt ganz klar euch. Das müsst ihr selber entscheiden, ob euch das 18 Euro wert ist. Aber ihr habt 3 Skins, 3 neue Rückenaccessoires. Also in meinen Augen lohnt sich das Ganze schon. Weil. Selbst wenn, warte mal, sind 18 Euro. 18 Euro sind halt 1800 V-Bucks, sind 600 pro Skin. Sag mal, ganz grob gerechnet, 500 V-Bucks für jeden Skin, plus jeweils nur in Anführungszeichen 100 V-Bucks für das Rückenaccessoire. Also eigentlich lohnt es sich schon, wenn man halt so in die Richtung, wenn die einem so gefallen. Also günstig ist das Angebot im Vergleich zu normalen Skins, die im normalen Shop sind, auf jeden Fall. Aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ich wollte es euch einfach nur mal gezeigt haben, weil man guckt ja nicht jeden Tag da hinten hin. Ich nämlich, muss ich ehrlich gestehen, auch nicht. Aber ich sehe es halt dann im Laufe des Tages dann doch immer irgendwie.
So, dann war es das erstmal dazu. Wie gesagt, wenn du nichts mehr verpassen willst, sei es Tagesaufgaben, Wochenaufgaben, Events, den Shop oder wenn du eventuell sogar Skins gewinnen willst, gerne ein Abo dalassen, kostet dich ja nichts. Glocke aktivieren, könnte ziemlich schnell gehen, was ich dann ab und zu mal so vorhab. Und nochmal, alle, die mich wirklich supporten wollen, guckt meine Videos auf Dauerschleife. Macht den Ton aus, wenn ihr das Video schon gesehen habt. Aber wichtig ist zurzeit echt Wiedergabezeit. Ist bei allen kleinen YouTubern so. Mir bringt es nichts, wenn sich hier einer anmeldet mit 5 Accounts. Es bringt mir einfach nichts. Weil du benutzt eh nur einen Account und da generierst du deine Klicks, Wiedergabezeit her. Also lasst das bitte. Auch wenn ihr mir helfen wollt, da 20 Abonnenten gleichzeitig mehr zu haben. Ist zwar auch nicht schlecht, aber im Endeffekt bringt das Ganze halt nichts. Wenn, will ich halt reale Menschen haben und nicht einer mit 50 Accounts. So wie wir schon mal hatten bei dem Paysafe-Gewinnspiel, wo ich auf einmal 25 Abonnenten mehr hatte und dann hat er gemerkt, oh, das reicht nicht, um den Code zu knacken und alle Abos wieder abgezogen. War natürlich auch blöd, weil ihr musstet dann ein bisschen länger warten, bis die nächsten Zahlen kommen. So, dann will ich auch jetzt nicht weiter rumplappern. Wie gesagt, überlegt euch hier, was ihr, ob euch das Ganze das wert ist. Mir persönlich, ja, selbst ich bin da im Überlegen. Aber wir lassen es. Ich muss ja das Geld für euch ein bisschen zusammenhalten. Noch kann ich mir es halt, also ich könnte es mir schon leisten, aber ich will auch nicht zu viel Geld ausgeben. Wenn das Ganze mal ins Rollen kommt, dann sieht die Nummer schon anders aus. So, genug geplappert jetzt. Gebt halt insgesamt nicht zu viel Geld für Fortnite aus. Und in dem Sinne, haut rein.